Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei uns diese super leckere, cremige Champignonsuppe und wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran. Für die Suppe verwende ich insgesamt 400 Gramm Champignons, davon habe ich 150 Gramm in Scheiben geschnitten. Und die restlichen Champignons werde ich auch ganz klein schneiden gleich. Dann habe ich 1 Liter Brühe, etwas Olivenöl, 150 Milliliter Sahne, ein gehäufter Teelöffel Butter, etwas Cayennepfeffer, etwas normalen Pfeffer und eine Knoblauchzehe. Und jetzt können wir auch schon gleich loslegen. So, ich fange an, indem ich die Butter zum Schmelzen bringe. Dazu kommt noch ein bisschen Olivenöl. Ein Esslöffel ungefähr. Und da kommt der Knoblauch rein. Und die klein geschnittenen Champignons. Den Cayennepfeffer und den normalen Pfeffer. Das Ganze lösche ich jetzt ab mit der Brühe. So, wenn es aufkocht, dann mache ich den Deckel zu und schalte den Herd klein und lasse es 10 Minuten köcheln. Während die Suppe vor sich hin köchelt, brate ich schon mal die restlichen Champignonscheiben und zwar in ein bisschen Butter und wieder so ein bisschen Olivenöl. Die Champignonscheiben habe ich jetzt so ein bisschen angebraten. Die haben auch so ein bisschen Farbe angenommen. Die kommen jetzt erstmal beiseite. Die Suppe köchelt jetzt seit 10 Minuten und die Champignons sind jetzt auch schön weich. Ich werde sie jetzt mit einem Pürierstab pürieren. Die Suppe habe ich jetzt püriert. Jetzt lasse ich sie noch weitere 5 Minuten köcheln. Und dann kommt der nächste Schritt. Wenn die Suppe 5 Minuten geköchelt hat, dann kommt die Sahne dazu. Und die leckeren gebratenen Champignonscheiben. Ich habe die Suppe einmal aufkochen lassen und jetzt ist sie auch schon fertig. Jetzt werde ich nur noch ein paar Basilikumblätter klein schneiden und dann ist sie servierfertig. Die leckere Champignon-Cremesuppe ist jetzt fertig. Probiert sie unbedingt mal aus. Ein Muss für Low Carb und ketogene Ernährung. Super schnell gemacht, mit wenig Material. Also, ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.